Was wird das für ein Spiel werden? Die ewige Ungewissheit. Wir werden sie auflösen. Manni Breukmann und Frank Buschmann am Mikrofon. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Eine fantastische Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung. Und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten des jeweiligen Trainers besser umsetzen kann. Er grätscht hinein. Er attackiert, er will... Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Lukas Schmitz. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel. Den Schuss abgeblockt. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Ja, so kann es weitergehen. Da geht er in den Gegner rein. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Meierhofer. Und schon wieder eine Grätsche. Da will er jetzt ins... So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Meierhofer. Da ist er, der Spezialist für die hohen Bälle. Klasse, wie er da das auch... Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Greift ihn hartnäckig an. Jetzt greift er den Gegner an. Da spielt er richtig gut mit, der Torwart. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Er gibt den Freistoß. Oh, Latte! Die hat gerettet. Mann, das war eine gute Gelegenheit. Trojan. Grilic. Ein Versuch der Balleroberung. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Er ist in Straucheln gekommen, aber er bleibt auf dem Ball. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Und die Schalker holen sich den Ball. Da geht er in den Gegner rein. Und da attackiert er ihn. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Meierhofer. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Trojan. Ja, da kommt was auf uns zu. Die Flanke kommt gut. Ja, und den hält er auch noch fest. Jetzt greift er den Gegner an. Meierhofer. Ja, da hat er sofort auf Freistoß entschieden und den gibt's gegen Schalke. Trifft den Pfosten, aber Achtung!
Und den kann er sich in Ruhe holen, der Keeper. Es gibt Abstoß. Und nun Jefferson Fafan. Hünteler. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Ball im Tor aus, Abstoß. Das war der Pfiff des Schiedsrichters zur Pause. Die ersten 45 Minuten inklusive Nachspielzeit sind vorbei. War das jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein schlechtes Fußballspiel? Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Ich wollte es gerade sagen, Manni. So lala. Da kann schon noch mehr kommen. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit ab. Pass raus auf den Flügel. Grilic. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Grilic. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Schöne Flanke. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Der bleibt stehen, der will nicht zu Boden gehen. Das ist jetzt seine Chance. Ein herrlicher Pass. Tja, ein Versuch, was wär's. Lukas Schmitz. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Da bearbeitet er den Gegner. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Und? Oh, der Keeper spielt schön mit. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Und die Schalker holen sich den Ball. Und da attackiert er ihn. Guter Schiedsrichter. Vorteil für Schalke. Und Ivan Rakitic. Jetzt ins Tor. Tja, die war doch nicht so gut, die Flanke. Er greift ihn hartnäckig an. Da korrigiert er sein Zweikampfverhalten. Er hat den Ball wieder. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Trojan. Meierhofer. Metzelder. Er attackiert, er will den Ball. Attacke auf den Gegner. Wo bleibt die Konzentration? Wo bleibt das Aufbäumen? So wird das nichts mit der Führung. Meierhofer.
Jetzt klare Sache, Freistoß. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Trojan. Gut abgefangen hat er da den Ball. Das lieben sie hier im Stadion. Er arbeitet und kämpft. Ein Punkt reicht nicht. Es muss ein Dreier her. Dafür macht er jetzt alles. Ja, und zwar noch ein Offensiver. Hinten ist wurscht. Birgt natürlich die Gefahr, dass man sich einen Konter fängt. Attacke auf den Gegner. Er attackiert, er will den Ball. Und da geht er vehement in. Das ist es! Ja, den hat er super rausgeholt. Sensationelle Parade. Dieser Eckball könnte die Führung werden. Vielleicht ist das jetzt schon sowas wie die letzte Chance, so kurz vor Schluss. Es wird gewechselt. Das war ganz, ganz eng, wenn der Ball durchgekommen wäre. Das hätte die Entscheidung sein können. Und Ivan Rakitic? Gut abgeblockt, die Flanke. Große Statistik, die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für eine Mannschaft ist hier, das sehen wir, nicht zu sprechen. Es steht unentschieden. Das ist nicht das Wunschergebnis der Schalker. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Da wähle er jetzt den Zweikampf. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Doch, ja, war der Torwart jetzt so gut oder war der Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Nach 90 Minuten ist die reguläre Spielzeit vorbei, aber es geht weiter, denn das Spiel, es steht unentschieden.